Ich zeige euch heute, wie man eine anatomische Sockenspitze strickt. Das ist wieder eine Silvi-Erfindung, also ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Anatomisch natürlich deswegen, weil die genau geformt ist, wie halt so Zehen eben sind. Also hier ist der große Zeh und die anderen wandern ja dann eher schräger ab. Also ist zumindest bei mir so, zieht sich natürlich auch ein bisschen, wenn man jetzt hier so zieht, die Schrägung auch nicht ganz so doll. Ja, das heißt, wir arbeiten hier natürlich schräger als hier, damit wir das so hinkriegen, dass das aussieht wie ein Fuß. So. Und dann geht es jetzt auch schon los. So, dazu betrachten wir uns jetzt erstmal unseren Socken hier. Das Muster läuft in die Richtung. So. Das heißt, das ist mein rechter Socke. Das heißt, wenn das der rechte Socke ist, nehme ich natürlich an der Stelle schräger ab, weil hier sind ja die kleinen Zehen und hier ist der große Zeh und an der Stelle langsamer. Und da fange ich auch schon an. Ich bin bei Nadel 1, also in der Mitte der Ferse und stricke jetzt bis 3 Maschen vor Ende. Dann stricke ich die vorletzte mit der vorvorletzten einfach rechts zusammen. So. Und die letzte Masche stricke ich ganz normal rechts ab. Dann bin ich an der zweiten Nadel, also oben am Fuß. Da stricke ich die erste Masche rechts und dann die zweite mit der dritten Masche rechts überzogen zusammen. So, und weil ich jetzt hier ja nicht so eine ganz dolle Ecke rein haben will, nehme ich für die ersten zwei Abnahmen nur in jeder zweiten Runde ab. Das heißt, ich stricke jetzt eine komplette Runde drüber, über alle Nadeln und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt hier sozusagen eine Zwischenrunde ohne Abnahmen gestrickt. Ja, das sieht man hier. Hier ist meine Abnahme, hier ist die Runde ohne Abnahmen. Auf der Seite sieht man es, glaube ich, noch besser. Hier war die Abnahme, hier ist die Runde ohne Abnahmen. Und jetzt stricke ich wieder bis 3 Maschen vor Ende der Nadel. Und dann stricke ich wieder die vorletzte mit der vorvorletzten rechts zusammen. Das wäre jetzt gerade nicht so richtig. So, und dann auch hier die erste Masche rechts stricken und wieder die zweite mit der dritten Masche zusammenstricken. So, jetzt habe ich meine zweite Abnahme drin. Jetzt stricke ich nochmal eine Runde über alle Nadeln. Also um genau zu sein, sind es ja anderthalb Runden. Weil wenn ich eine Runde stricken würde, würde ich ja wieder hier ankommen. Ich muss ja noch über die zwei Nadeln drüber. Also sozusagen anderthalb Runden über alle Nadeln, solange bis ich wieder bei Nadel 1 angekommen bin. Und auch das mache ich jetzt schnell. So, auch die Abnahme habe ich jetzt gemacht und eine Reihe drüber gestrickt. Jetzt sieht man hier schon, dass sich das so ganz leicht abknickt. Ja. Und jetzt arbeiten wir die Abnahmen auf der rechten Seite der Socken, sprich also unten und oben, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Nicht in jeder zweiten Reihe bzw. Runde, sondern in jeder Runde. Ja, das heißt, wir knicken jetzt hier stärker ab. So, wieder die vorletzte mit der vorvorletzten. Und dann die zweite mit der dritten zusammen und die beiden linken Nadeln, die bleiben noch völlig unberührt. Ja, also wir stricken die Abnahmen jetzt wirklich in jeder Reihe, in jeder Runde, nur auf der rechten Seite. So, ich bin jetzt hier schon wieder in der nächsten Runde da und nehme halt jetzt in jeder Runde hier auf der rechten Seite
unten an der Sohle und oben am Oberfuß ab. Das mache ich jetzt insgesamt bei einem Socken, der 60 Maschen hat, mache ich das insgesamt 6 Mal, ja, also inklusive der 2 Abnahmen, die ich nur in jeder zweiten Reihe gemacht habe. Und bei einem Socken, der 64 Maschen in der Runde hat, mache ich das insgesamt 8 Mal, inklusive der beiden hier unten. Und dann kommen wir beim nächsten Teil an. Also schön jetzt hier immer in jeder Runde auf der Nadel 1 und auf der Nadel 2 abnehmen, bis insgesamt 6 bei 60 Maschen und 8 bei 64 Maschen Abnahmen gearbeitet sind. So, ich habe jetzt hier meine Abnahmen alle gearbeitet und wie man sehen kann, macht die Socke hier schon einen Knick. Ja, der ist schön rund. Wenn ich nämlich gleich in jeder Runde abgenommen hätte, dann wäre es halt eine richtige Ecke gewesen. Das wollten wir ja nicht. Also hier knickt es schon ab und hier ist es noch gerade. Und jetzt fangen wir an, an der linken Seite auch abzunehmen. Und zwar stricke ich dafür jetzt auch genau bis zu den drei Maschen noch übrig sind. Und da auch wieder die vorletzte mit der vorvorletzten rechts zusammen. So, und die letzte rechts. Und dann wieder die erste rechts. Und dann die zweite und die dritte überzogen zusammen. Ja. So, und jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir auf der rechten Seite der Socke weiterhin wie bisher in jeder Runde abnehmen. Also hier bleiben wir im genau gleichen Rhythmus. Und die erste Abnahme, die wir auf der linken Seite gemacht haben, da stricken wir jetzt 2 Runden ohne Abnahmen drüber. Ja, während auf der rechten Seite weiterhin in jeder Runde abgenommen wird, ja, stricken wir jetzt auf der linken Seite 2-mal ohne Abnahmen drüber. So, das mache ich jetzt mal. So, ich habe jetzt hier weiterhin in jeder Runde auf der rechten Seite abgenommen und hier habe ich ja nur die eine Abnahme bisher auf der linken Seite und ich bin jetzt meine 2 Runden glatt über die linke Seite drüber und dann stricke ich jetzt wieder bis dahin und nehme wieder ab, also auch wieder die vorvorletzte Masche. So, da sind wir. Die vorvorletzte Masche mit der vorletzten zusammenstricken, rechts, letzte Masche rechts abstricken, die nächste, die erste Masche abstricken und dann wieder die beiden überzogen zusammenstricken. Und das funktioniert jetzt weiterhin so, dass ich auf der rechten Seite meiner Socke, also da, wo ich die ganze Zeit in jeder Runde abgenommen habe, nehme ich weiterhin in jeder Runde eine Masche ab. Ja, und auf der linken Seite der Socke nehme ich jetzt immer in jeder zweiten Runde eine Masche ab. Ja, also wir nehmen dort deutlich langsamer ab als auf der rechten Seite. Und wie man sieht, habe ich jetzt rechts natürlich auch deutlich weniger Maschen als links. Das macht nichts. Da, um das auszugleichen, stricke ich mir einfach so 3 Maschen hier rüber. So. Und dann kommen wir wieder hin. Und ich stricke jetzt hier eben, ich hatte gerade abgenommen, also stricke ich jetzt eine Runde drüber. Und in der nächsten Runde nehme ich hier wieder ab. Das Ganze mache ich so lange, bis noch rechts und links zwischen diesen beiden Abnahmen bis hier in der Mitte noch genau 6 Maschen sind. Ja, also weiterhin
auf der rechten Seite in jeder Runde abnehmen und auf der linken Seite in jeder zweiten Runde, bis zwischen diesen Abnahmen insgesamt auf den beiden Nadeln noch 6 Maschen übrig sind. So, ich habe jetzt hier zwischen meinen Abnahmen jeweils noch 6 Maschen übrig, also vorne und hinten, das heißt 3 noch neben den Abnahmen auf jeder Nadel. Wenn es jetzt anders verteilt ist, hier 2, da 4 oder umgekehrt, dann verteile ich das natürlich so um, dass ich überall noch neben den Abnahmen 3 Maschen habe. Und jetzt nehme ich auf jeder Nadel, also auf der rechten und auf der linken Seite, in jeder Runde ab. Und zwar so lange, bis ich natürlich in der Mitte angekommen bin und nur noch meine insgesamt 8 Maschen, sprich 2 Maschen auf jeder Nadel übrig habe. Und dann haben wir die Spitze auch schon fast fertig. So, und jetzt in der allerletzten Runde, da wo ich sozusagen meine letzten beiden Maschen zusammenstricke, mache ich das so, dass ich die schon auf nur 2 Nadeln noch aufteile. Das heißt, ich stricke die hier ab, die erste Nadel, lege die abgestrickte Nadel beiseite und stricke die Maschen gleich hier drauf. So. Ja, das heißt, ich habe halt hier dieses Bändchen dann schon auf einer Nadel. Das mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. Und jetzt habe ich die ganzen Maschen abgenommen. So. Sieht jetzt schon mal so aus. Und jetzt habe ich ja hier noch meine 8 Maschen, also 4 Maschen auf jeder Nadel übrig. Die kann ich jetzt mit einer Nähnadel im Maschenstich zusammennehmen oder ich mache das im Maschenstich ohne Nähnadel. Dafür lasse ich mir einen Faden, der lang genug ist, um das zu vernähen und natürlich auch um das zusammenzustricken. Und dann stricke ich das jetzt hier vorne zusammen und zwar folgendermaßen. Der Faden ist auf der hinteren Nadel. Dann lege ich mir den jetzt hier unten vor der Nadel davor, halte den fest und stricke die Masche links ab. Ja, links abstricken und dann ziehe ich den Faden durch. Dann kann ich die Masche schon von der Nadel runtergleiten lassen. So. Dann lege ich den Faden jetzt zwischen diese beiden Nadeln. Und ich halte den immer so zwischen Zeigefinger und Mittelfinger fest, weil rumwickeln bringt es nicht, ich muss den ja ständig durchziehen. Dann ziehe ich die nächste Masche, die stricke ich rechts ab, ziehe den Faden wieder durch, die lasse ich aber auf der Nadel. Dann lege ich den von unten nach hinten und zwar auch hier unten vor die Nadel und stricke den jetzt auch rechts ab. So. Wieder durchziehen und Masche von der Nadel gleiten lassen. Die nächste Masche, da lege ich das vor die Nadel, weil ich diese Masche links abstricken will. Das mache ich auch, ziehe durch und die Masche bleibt auf der Nadel. Und jetzt geht das Spiel von vorne los. Wieder nach vorne legen und links abstricken. Und die Masche darf dann von der Nadel runter. Und wieder in die Mitte und die nächste rechts abstricken. Durchziehen, Masche bleibt auf der Nadel. Und hier hinten wieder rechts abstricken, durchziehen, runter von der Nadel. Und links abstricken. Durchziehen, auf der Nadel lassen und wieder nach vorne. Durchgezogen durch beide, jetzt kann ich mir das hier ziehen und angucken und man sieht, das ist schön miteinander vernäht, das sieht aus wie eine Masche, das fällt nicht auf, da. Und das ist auch schon die Spitze, jetzt muss ich nur noch den Faden vernähen und dann ist alles schick.